Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen mal wieder Baldi mit dem Lehrer und so, Freunde. Heute sind wir sogar einfach mal selber Lehrer. Es können auf jeden Fall heute wieder mega, mega verrückt werden. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Dreht auf jeden Fall einmal ganz kurz euer Handy. Drückt nur auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen. Und jetzt geht's richtig ab. Bevor das Video jetzt aber losgeht, wollte ich euch mal ganz kurz PUBG Mobile zeigen, Freunde. Denn früher habe ich ja ganz, ganz viel PUBG gestreamt und es war einfach eine geile Zeit. Und es gibt es auch einfach jetzt fürs Handy und es ist sogar gratis, Freunde. Und das Gute ist auch noch, jetzt zu Valentinstag gibt es einfach neue Skins. Das bedeutet, ihr könnt im Store einfach neue Valentinstag-Skins kaufen. Man kann zum Beispiel einfach Team Deathmatch spielen auf der Livic Map, Freunde. Das bedeutet, dass man einfach innerhalb von 10 Minuten ein richtig, richtig actionreiches Spiel hat. Was halt, wenn man mal eben so auf schnelle Welle etwas zocken möchte, echt mega cool ist. Der erste Valentinstag-Skin ist zum Beispiel einmal ganz kurz hier dieser Bär, Freunde. Und dann noch so eine Puppe, wo man noch die Pfanne hat als Puppe quasi noch drauf. Und dann hat man auch noch hier einmal ganz kurz hier diese Frau mit einer richtig, richtig coolen neuen Waffentarnung, Freunde. Mit der man auch natürlich logischerweise schießen kann. Und es gibt eine neue Granate und noch eine zweite dazu, die man quasi ganz normal werfen kann. Und natürlich eine riesen Explosion dadurch einfach hervorgeben kann. Diese drei neuen Skins, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr einfach im Store kaufen, Freunde. Und ich muss sagen, das sind echt die coolsten PUBG Mobile Skins, die ich jemals gesehen habe. Mit dem Link in der Beschreibung könnt ihr euch einfach kostenlos PUBG Mobile downloaden, Freunde. Und das Gute ist auch noch, dass ihr auf den Social Media Kanälen von PUBG Mobile oder allgemein von PUBG könnt ihr geheime Codes finden. Was die bringen, könnt ihr ja gerne mal nachschauen, Leute. Und zwar bei Discord, Facebook, Instagram und YouTube findet man diese Codes. Wir befinden uns jetzt auch hier in der Startlobby, Leute. Und ich würde mal sagen, wir suchen jetzt mal eine Runde und oh, ich bin echt gespannt. Es geht los und wir fliegen nach unten, Leute. Ey, hier ist direkt jemand neben mir, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wird, glaube ich, jetzt ein heftiger Kampf zwischen dem und mir. Wow, hier ist ein Gegner, Leute. Da ist ein Gegner, da hat mein Teammate hat ihn ausgeschaltet. Ich wollte aber unbedingt noch einen neuen Skin kaufen, Freunde. Deswegen gehe ich einfach oben rechts auf den Shop und kann mir jetzt hier zum Beispiel Outfits. Wo haben wir es da? Genau, hier diesen Panda-Bären, Freunde. Und den kaufen wir jetzt mal ganz kurz. Und zack, haben wir den neuen Skin gekauft, Leute. Ich muss sagen, auch diese Panda-Schuhe, einfach genial. Wenn ihr euch PUBG Mobile gedownloadet habt, könnt ihr bei dem Valentin H5 Event einfach mitnehmen und einfach Herausforderungen erfüllen. Zum Beispiel mit den Freunden was machen, sich dort anmelden, um exklusive Items zu bekommen. Also besser geht's doch gar nicht. Also, worauf wartest du noch? Klick auf den Link in der Beschreibung und viel Spaß bei PUBG Mobile. Hey, Kasper! Ach so, was geht ab? Ich bin hier fleißig am Rechnen. Was willst du? Jetzt konnte ich das nicht ausreden, weil ja, ich mich ablenken. Ich hab dich abgelenkt, denn heute bin ich mal der Lehrer. Und ich bin ganz schön wütend, weil du hast einfach die Matheaufgabe nicht fertig gemacht. Ja, und sorry, dafür kriegst sorry, jetzt hier ein bisschen plemplem. Wie, was? Was ist? Bist du, Broxo, bist du okay? Hallo? Hallo? Wo bist du? Du bist rausgelaufen, Broxo? Oh, hier sind ja sogar ein paar Schüler. Guck Hä, mal. Hä, Broxo, wo bist du? Sag mal, wo bist du denn? Hallo. Hier, was ist das hier? Ich kann dir so ein Buch. Hallo. Oh, hier, ich rechne ja schon. 0 minus 4 ist 4. Ja, ja, ja. 1 minus 1 ist 0. Kannst du ruhig rechnen. Ich warte jetzt hier gerade. Ich check jetzt erstmal, dass du dir die Schule ab, Kaspar. 1 minus 4. Sehr gut. Ich hab's eingesammelt. Sehr gut. Hä, was? Ich lerne doch schon. Wissen. Okay, warte mal. Ich höre hier irgendwas. Ey, hier ist er. Okay, pass auf, warte mal. Hier ist ein Schüler. Den schnapp ich mir. Hallo. Oh, oh, oh. Kasper. Nein, geh da rein. Ich schau, da ist einer drin. Oh, oh, es muss einer drin. Da ist einer drin, ne? Schrank. Hol ihn dir. Hab ich ihn? Nimm ihn dir. Ich glaube, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja. Oh. Ich, hey, hier kommt ein Streber. Oh, was? Nein. Ich brauch den. Kasper. Oh, nein, ich hab das nicht okay, gesehen. Okay, pass auf. Verrat mir, wo die anderen sind. Okay. Verrat mir, wo die anderen sind. Du schwörst mir nichts zu tun, okay? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Okay. Ich brauch. Okay. Hier ist ein Buch, okay? Oh, Kasper, okay. Ja. Sind hier welche? Da ist einer. Der versteckt sich. Ey! Oh, der versteckt sich da hinter der Tür. Aha, aha, aha. Ey, ich will sag mal, jetzt hau doch mal ab von mir, weil da war die ganze Zeit ein Typ und du gehst trotzdem hinter mir her. Ja, ist die, das? Kann ich nicht irgendwie sprinten oder sowas? Ah, nein, da. Nein, du bist so schnell, da. Wie du spielst. Der Rote. Pfeifst du etwa gerade die ganze Zeit? Nein, das ist ein Streber. Und der kommt hier auch gerade mit einer Linie, der jagt mich. Oh nein, da bist du schon einmal. Da bin ich schon. Ey, oha, oha, ja, jag ihn. Genau. Hey, er hat mich berührt. Ja. Er sagt, ich soll lernen, okay? Hey, warte mal. Oh, ich hab hier einen. Hallo. Hör auf, wegzulaufen. Komm her. Ich bin raus. Jetzt komm her, Freunde. Ich bin der Lehrer. Ich bin der Lehrer. Schwebender Besen. Ey, warum ist er so schnell? Der ist voll schnell, Kasper. Ich komme gar nicht hinterher. Ja, musst du vielleicht ein bisschen schneller, musst du zum Sportunterricht. Oh, der wurde in zwei Duff gesteckt. Von dem Streber jetzt hier.
Aha. Ha, Freund, ich habe falsch gerechnet. Ich muss ja. Einmal rechnen hier. Oh, was? Einen habe ich noch geholt. So, sag hier mal, ist noch also einer. Haha, komm her. Okay. Komm her. So, jetzt nochmal rechnen hier. Oh mein Gott, der wird gerade so geholt, Kaspar. Der wird ja, gerade so okay. geholt. Okay. Der, wird, der muss dein Seil springen. Der muss dein Seil springen. Wie, der erste schon wieder falsch? Mann, plus 9 ist noch 18. Hab ich es falsch eingegeben oder was? Oh, nein. Ja, guck mal, er muss Seil springen und jetzt ab mit dir in die Zelle. Oh, also, findest du ein bisschen strenger, Lehrer? Ja, ich bin sehr, sehr streng. Ich habe ja so ein Holzteil, mit dem ich den auf die Finger hauen kann. Du schlägst doch nicht einfach die Kinder, oder was? So, jetzt hier. 1 plus 9 ist 10. 5 plus 7 12. Ah, ich habe ihn fast geholt. Also, dieser Baconkopf da vorne, ne, den will ich mir noch holen, Kaspar. Der spielt nämlich mit meinen Gefühlen. Schon wieder falsch! Das. Schon wieder falsch! Ach nö. 8 minus 1 ist doch minus 7, oder bin ich blöd? Ah! Och Mann! Ich hab ihn fast geholt, ey. Der hat mich gerade. Ich will raus hier! Ich will raus! Oha, der Streber kommt schon wieder. Der Streber. Mann, der Streber jagt mich die ganze Zeit. Ey! Okay, 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 warte mal. Wo bist du jetzt, Kaspar? Ja, oben ist wohl einige. Oh, so, Streber, auf sie! Auf sie, Streber! Schnell. Okay, 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 lauft da lang also. Ihr lauft da lang. Das werde ich mir jetzt merken, keine Sorge. Okay, hey. Hallo, mit deinen kleinen Schielaugen. Oh, ja. Nein. Ja, was für Schielaugen, hä? Was für Schielaugen. Ey, hier ist schon ein anderer. Sag mal, was ist das hier für ein Verlies? Ja? Ich will hier raus. Ey, warum ist das da eines freigekommen einfach? Warum auch immer. Ich werde hier auch freigelassen, glaube ich. Ich muss 2 Minuten, bin ich hier gefangen. Oh, hier ist ein Schlüssel. Warte mal, kann ich mit dem Schlüssel irgendwas machen? Nee, ne? Ich glaube, du nicht. Aber ich müsste doch eigentlich auch noch Fähigkeiten haben. Aber ich kann da leider gerade nichts auswählen. Oh, hier ist er wieder. Ah, ja, dich hole ich mir diesmal. Komm schon. Komm schon. Ja, er kann da nicht durch, weil der Seil springt, Typ davor steht. Ach, du kannst hier eine schnellere Geschwindigkeit kaufen, sehe ich gerade. Ach, Mann, ey. Ja, aber wie? Einfach nur unten auf Fähigkeiten. Geht nicht, ich kann meine Maus nicht... Ah, jetzt, oder? Und dann auf Lehrerfähigkeiten. Aber geht nicht, ich kann meine Maus nicht bewegen. Also ach meine... so. Nee, geht nicht. Ich hol dich. So, ich glaube, hier ist das ganz gut. Na, ist hier jemand? Einmal noch. 5, 4, 3, was? 2, was? 1 und was? Ich bin wieder frei. Was? Ja, ja. Unglaublich, Alter, unglaublich. Okay, warte mal, jetzt aber muss ich... wo bin ich denn hier? Ich bin in einer anderen Etage, glaube ich. Ja, okay. Ja, ich muss schnell hin. Er muss Seil springen. Er muss Seil springen. Oh nein, ha. Dann bist du bei mir in der Nähe. Ich habe nämlich eben Seil springen gesehen. Doch, mein... Ja, ich habe ihn in die Schule gesteckt. Endlich, der doofe Baconkopf, ey. Lol. Okay. Oh, Kaspar. Hey, da hinten, da bist du. Kaspar. Nein. Ja. Guck mal, was ich gemacht habe. Komm doch, ja, komm doch her. Ich habe nämlich hier ein Vorengelschloss vorgehängt. Was? Du kannst hier nichts machen. Ja, mach was? Doch, mach doch. Ich habe da ein Schloss hingehängt. Was? Tschüss. Oha, Alter. Oha, was? Habe ich gerade gefunden, ja. Hä, hey, jetzt muss ich voll einen riesen Umweg gehen. Ist ja voll krass. Vor allem krass. Muss ich jetzt noch 5 Notizbücher finden. Und dann hat sich's ausgerechnet. Oh. Oh, hier ist direkt eins. Let's go. Okay, ich hab 2 Leute, die mir auf jeden Fall helfen. Die gehen auf jeden Fall ganz gut mit. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Mhm. Ah, du denkst, du kannst dich ja so austricksen, ja? Ja. Du denkst also, du kannst dich austricksen. Ja, kein Problem. Ich kann dich garantiert austricksen, mein Lieber. Ja, ja, ja. Zeit vorbei, sagt er. Genau. Ich bin immer nicht schnell genug beim Rechnen, sag mal. Sag mal, also... Hey. Ey, sag mal, jetzt ist hier der Springseiltyp und der Streber. Was? Ja. Kaspar, ich hol dich. Bist du schon bereit, geholt zu werden? Der Springseiltyp ist schneller als ich. Ja. Was ist denn das für einer? Pass auf, warte. Ich hab dich gleich. Nein. Nein, jetzt muss ich hier springen bei dem. Ja, jetzt muss ich nur noch finden. Jetzt muss ich nur noch finden, Kaspar. Wie geht denn das? Oh, ich höre hier Geräusche. Bist du hier drin, hä? Ist eine Schiere, los, hä? Mach doch jetzt. Letzter Sprung gewesen. Nein, das kann ich angehen. Wo bist du denn hin? Okay, ich hab's. Kaspar. Okay, kann ich wieder rechnen, Freunde. 3 plus 9 ist 12. Ich hab's eingesammelt, sehr gut. Okay, jetzt nur noch 4 Notizbücher. Aha. Oha, ich bin ein bisschen schneller. Oh. Was ist? Ist was?
Nein, das hast du nicht gesehen. Ich dachte, du hast mich ach, nicht gesehen. Kaspar, Mathe macht doch nein, so viel auf. Spaß. Doch. Ich bin doch dabei zu rechnen. Mathe macht und doch und jetzt kommt unser kleine Bursche. Oh, ab, ab, so, schnapp ihn dir. Hä? Ja. Nein. Oh, oh nein. Nein, nein. Musst du etwa Seil springen? Musst du etwa Seil springen? Ich war artig. Oh, ich rechne ganz oh, gut. Kaspar. Ich rechne ganz gut. Ja. Nein, oh Mann. Oh. Die Schüler sind nämlich nicht entkommen. Du bist der blödeste Mathelehrer der Welt. Ja. Yeah. Das soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und check einzeln mal, wie es hier aus. Einfach draufklicken. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.